Ich glaube, ihr wisst, was ich von Naturkosmetik halte. Und meine sehr offensichtliche Meinung hat eine Folge von Handlungen mit sich gezogen. Ich dachte mir, okay, Maxim, es hat sich so vieles in den letzten 2 Jahren verändert. Gib dem Ganzen nochmal eine Chance. Weil ich immer sage, auch wenn es irgendwann mal nicht geklappt hat, müsste man den Produkten oder anderen Produkten nochmal eine Chance geben, weil es ja nicht heißt, dass wenn ein Produkt nicht funktioniert hat, alle Produkte nicht funktionieren. Deswegen gibt es heute ein Full Face Lavera. Ihr süßen Mäuse, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich habe tatsächlich ein Paket von Lavera bekommen, weil sie das Video gesehen haben, wo ich ein bisschen über Naturkosmetik, dekorative Naturkosmetik wohlgemerkt, hergezogen habe. Und sie haben gesagt, hey, wir haben dein Video gesehen. Das sind ein paar Produkte, die könnten dir gefallen. Und die haben sie mir geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Hat aber nicht für ein Full Face gereicht. Deswegen bin ich auf meine Trusted-Drogerie-Seite gegangen und habe noch einige weitere Produkte gekauft. Ich bin sehr gespannt. Einige Sachen habe ich tatsächlich auch schon probiert, weil ich sie wirklich sehr, sehr spannend fand. Und ich würde vorschlagen, wir schauen einfach mal, was das Ganze in meinem Gesicht wird. Ich bin optimistisch. Vielleicht finden wir das ein oder andere Produkt, was uns wirklich sehr, sehr gut gefällt. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, Naturkosmetikprodukte sind für eine bestimmte Zielgruppe gemacht und ich sehe, dass ich immer mehr zu dieser Zielgruppe gehöre. Und deswegen schauen wir mal, was es kann. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Ich habe tatsächlich schon zwei Produkte benutzt und zwar waren das folgende. Einmal das Hydro Refresh Gesichtspflegespray. Ultraleichte Feuchtigkeitspflege mit Bioalge und natürlicher Hyaluronsäure. Das ist sehr, sehr schön. Es ist sehr leicht, es ist sehr revitalisierend. Kennt ihr diesen revitalisierenden Geruch? So ein bisschen zitrisch. Ich finde, und das finde ich persönlich sehr, sehr spannend, ich bin die Geruchsmaus schlechthin. Ich liebe gute Gerüche. Ich liebe es, wenn ich würde mir auch Parfum ins Gesicht sprühen, weil ich dieses Gefühl sehr gerne mag. Ich finde, dass vor allen Dingen bei Lavera alles riecht sehr gleich und ich mag den Geruch sehr, 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 sehr gerne. Nur weil es Naturkosmetik ist, heißt es das nicht, dass es parfümfrei ist. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, weil viele immer denken, ja, Naturkosmetik ist das und das und macht das halt nicht, heißt es gar nicht unbedingt. Was ich extrem gut fand, was ich gleich mit hinterher werfen möchte, sind die Eye Patches. Die habe ich jetzt 4-mal benutzt und die haben mir sehr gut gefallen. Du hast hier eine recht gelige Konsistenz drin. Das sind so Zellulose, würde ich jetzt mal sagen, oder so Baumwoll. Was ist das? Steht jetzt hier nicht drauf. Das sind so kleine Stoffdinger. Die Konsistenz des Produktes ist sehr, sehr gelig, also sehr pflegend. Und die haben wirklich, fand ich sehr beeindruckend, weil das ist immer so ein bisschen das Problem bei Eyepatches. Man soll ja Augenpatches raufmachen, wenn man bevor man sein Make-up macht oder während man sein Augen-Make-up raufmacht. Ich habe aber schon viele Eyepatches gehabt, wo ich danach kein Make-up mehr auftragen konnte, weil es sich alles aufgelöst hat. Das hatte ich hier nicht. Hat sehr, sehr gut gekühlt und die im Kühlschrank großartig. Also die würde ich mir wirklich wieder kaufen. Die haben mir gut gefallen. Jetzt kommen wir aber zum Make-up. Sie haben mir so ein paar Sachen geschickt, aber ich will natürlich die Base ausprobieren, weil ich finde, da habe ich die meisten Probleme mit gehabt in den letzten Jahren. Alles, was Foundations angeht. Ich erinnere mich an eine Foundation von Sante, glaube ich. Das war diese Öl-Foundation. Die fand ich gar nicht so schlecht. Die ist halt nur sehr, sehr ölig. Ne? Das ist wie Olivenöl mit Farbe. Deswegen habe ich hier die Hyaluron Liquid Foundation gekauft. Über die Farbrange brauchen wir hier nicht sprechen. Ich habe sie in zwei verschiedenen Farben gekauft. Einmal Cool Ivory 02 und Cool Honey. Wir swatchen einfach jetzt mal, was das Ganze kann. Das ist Cool Honey. Sie ist sehr deckend. Cool Ivory, deutlich heller. Also ich finde, gerade passt diese Farbe hier sehr gut. Ich mische mal kurz zusammen. Das sieht aus wie ein Color Match. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir werden mal auf der einen Seite das nur so machen. Auf der anderen Seite will ich noch was mit reinmischen. Deswegen mische ich mir jetzt hier mal so ein bisschen was zusammen. Die Lavera Hyaluron Liquid Foundation. Bio Mandelöl, feuchtigkeitsspendend. Made in Germany. Sehr spannend. So viel steht gar nicht drauf. Ich finde, auf der Verpackung steht immer wirklich sehr, 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 sehr wenig drauf. Verpackung ist recht simpel, ne? Das ist ein airless Container, also du pumpst und dann rutscht das Ding hier von unten nach oben, sodass du alles Produkt rausbekommst. Das finde ich sehr, sehr gut. So sieht die Foundation einmal aus. Sie ist recht dickflüssig, recht pastig, fühlt sich ein bisschen cremig an.
auch hier dieser Naturkosmetik-Duft ist mit drin. Und wir schauen jetzt einfach mal, was das kann. Du hast genug gequatscht, Maxim. Jetzt komm mal in eine Pötte. Ich arbeite erstmal mit dem Foundation Brush in einer recht dünnen Schicht. Und schau mal, was das kann. Ihr könnt mir gerne einmal in die Kommentare schreiben, welche Produkte ihr vielleicht von Naturkosmetik habt. Und vor allen Dingen, welche Naturkosmetikmarken ihr empfehlen könnt. Weil das ist natürlich für mich etwas, was... Es ist einfach ein neues Metier, ne? Ich fühle mich sehr zu Hause in der Drogerie, aber ich bin wirklich immer schon fast panisch vor dem Naturkosmetikaufsteller weggelaufen. Und jetzt finde ich das mal ganz spannend, weil natürlich auch hier, wir haben gesehen, wie sich die Drogerie in den letzten 5 Jahren verändert hat. Und jetzt ist ja auch die Naturkosmetikwelt weitergegangen. Und wo ist die Naturkosmetikwelt jetzt? Ich nehme jetzt meinen Schwamm und blende mir das Ganze ein. Sie ließ sich sehr, 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 sehr gut ausblenden. Das ist eine recht zarte Foundation. Ich brauche auch nicht viel. Die Deckkraft ist sehr, 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 sehr hoch. Der Geruch verfliegt auch. Also ich habe jetzt nicht so diesen starken Geruch in der Nase. Und es ist kein Vergleich zu High-End Foundations. Ne? Also in der Drogerie habe ich das selten, dass eine Foundation noch beduftet ist. Im High-End-Bereich ist jede Foundation beduftet gefühlt. Alleine die Dior Foundations, da brauchst du kein Parfum mehr. Farblich sieht das Ganze wirklich großartig gerade aus. Da bin ich sehr überrascht, weil ich auch da andere Erfahrungen gemacht habe. Ne? Meistens waren sie sehr gelb. Sie ist sehr, sehr leicht auf der Haut. Also ich merke kein schweres Gefühl. Ich merke nicht, dass ich was drauf habe. Ich mag das Finish sehr gerne. Ne? Das ist aber ein recht blumendes Finish, also sehr glowy. Sehr, sehr gleichmäßige Deckkraft. Ultraschönes Finish. Bin ich beeindruckt. Und die Farbe ist halt einfach fast ein Perfect Match. Ne? Auf der anderen Seite habe ich ja hier noch ein bisschen was und ich wollte hier die Glow Skin Hydrating Fluid Drops mit reinmischen. Da steht jetzt, wie gesagt, auch hier nicht viel drauf, was man damit machen kann. Deswegen probiere ich es einmal. Das ist in so einer kleinen Quetschtube. Ist ein recht dunkler Glow Highlighter. Sehr, sehr weich und sehr reflektierend. Wow. Könnte man vielleicht auch gut als Bronzer nehmen. Wir probieren es jetzt einmal aus. Ich weiß nicht, ob es dafür gemacht ist. Wenn es schief geht, ist es meine Schuld. Nur eine ganz, ganz kleine Menge. Die ist natürlich jetzt schon sehr, sehr glowy. Ich bin gespannt, ob es vielleicht die Konsistenz der Foundation einfach verändert. Nee, kann ich jetzt auf den ersten Eindruck nicht sehen. Ich finde auch, dass sie nicht oxidiert. Vielleicht eine Viertelnuance dunkler, weil sie antrocknet. Das ist aber normal. Aber auch sonst hätte ich da gedacht, dass sie vielleicht sehr, sehr schnell ins Orange geht. Auch das ist ein Problem. Kommen wir gleich zu. Sehr, sehr schön. Ich finde die Seite ohne die Glow Drops jetzt fast sogar noch schöner, weil es einfach ausreichen würde. Ich habe aber eben etwas angesprochen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ein großes Problem für die Naturkosmetik. Damit du etwas als Naturkosmetik betiteln darfst und mit diesen Logos werben darfst, musst du gewisse Standards einhalten. Und da geht es oft um Inhaltsstoffe, die nicht mit drin sein müssen. Aber, und das sind oft Inhaltsstoffe, die dafür sorgen, dass ein Produkt stabiler ist, dass ein Produkt länger hält, dass ein Produkt eine bestimmte Konsistenz erhält und beibehält. Und das ist meistens in Naturkosmetik nicht drin und das muss man ausgleichen mit anderen Inhaltsstoffen. Das heißt nicht immer, dass es bessere Inhaltsstoffe sind, weil auch nicht jedes Produkt, jeder Inhaltsstoff ein schlechter Inhaltsstoff ist. Man muss es so ein bisschen ausgleichen und es muss sich die Waagschale halten. Das heißt, Naturkosmetik hat es deutlich schwerer, ein stabiles, sicheres und vor allen Dingen ein komplexes Produkt rauszubringen als eine sehr günstige Drogeriemarke. Das ist ganz, ganz wichtig und das darf man auch nicht vergessen. Und da muss man dann auch so ein bisschen nachsichtiger sein, wenn sich beispielsweise eine Foundation nach einer Zeit separiert, weil da einfach keine Stabilisatoren drin sind. Da musst du halt schütteln. Wenn du willst, dass es keine Stabilisatoren mit drin hat, musst du schütteln. Wenn es dir egal ist, dann kannst du auch was anderes kaufen. Foundation gefällt mir gut. Ja, ich sehe jetzt so langsam den Glow hier auf der Seite durch. Sehr, 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 sehr schön. Bin ich wirklich beeindruckt? Hätte ich nicht gedacht. Etwas, wo ich glaube, was mir nicht gefallen könnte, wäre der Concealer. Da bin ich aber auch sehr, sehr anspruchsvoll. Das ist der Hydrating Radiant Skin Concealer mit Hyaluronsäure und grünem Tee. Der ist recht gelb, glaube ich. Aber er sieht sehr luminous aus. Es sieht so aus, als hätte der Schimmer mit drin. Wir probieren es mal aus. Füßchen ist sehr klein. Der Abstreifer hier drin ist sehr, sehr streng. Also er nimmt recht viel von dem Produkt weg. Schauen wir mal, was wird. Ja, also ich habe jetzt hier die Farbe 4, Tanned. Ist ein bisschen gelb. Ich hätte eher einen rosanen gebraucht. Der Kraft ist aber höher als gedacht. Ich nehme mal noch ein bisschen mehr und lasse den mal kurz einen Moment antrocknen. Also das ist nicht meine Farbe. Der ist mir persönlich ein bisschen zu gelb. Was ich sehr schön finde, sind diese lichtreflektierenden Pigmente da drin. Steht hier halt immer nichts drauf, ne? Sonst
könnte ich euch da ein bisschen mehr erzählen. Aber auch der ist made in Germany. Er ist sehr, sehr weich von der Textur her. Kann man bestimmt für Spot-Concealing machen. Also die höchste Deckkraft hat er jetzt nicht. Habe ich jetzt aber auch nicht erwartet. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal meinen Concealer. Ich muss es nochmal wiederholen. Die Foundation gefällt mir auf den ersten Eindruck natürlich sehr, sehr gut. Ich habe jetzt keine Langzeit-Review gemacht. Ich werde sie in den nächsten Tagen mal noch ein bisschen weiter austesten. Ist natürlich jetzt ein First Impression. Aber vielleicht habt ihr ja schon Erfahrung mit dem Produkt gemacht. Ich ziehe das Ganze einmal, gehe nur grob so ein bisschen, ich will den Glow so ein bisschen beibehalten, halt unter den Augen muss ich ein bisschen fixieren. Ich habe auch einen Blush, den habe ich glaube ich selber bestellt, die Farbe Pink Orchid, der Velvet Blush, dermatologisch getestet, bla bla bla, made in Germany, sehr sehr viel made in Germany, spannend. Hat Schimmer mit drin, ist eine sehr schöne Farbe, da seht ihr die Hauptfarbe und vorne seht ihr den Schimmer. Geht einfach mal mit rein, so. Okay, sehr pigmentiert, ich arbeite erst in meiner Hand. Und baue mir das Produkt ganz leicht auf. Okay, er ist direkt da. Natürlich, er ist sehr pigmentiert. Er hat einen silbrigen Schimmer mit drin. Der passt jetzt sehr gut zu dem Schimmer in der Foundation, wie ich finde. Viel Farbe kommt aber jetzt nicht direkt drauf. Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel. Doch, da ist er. Ich finde, muss man dazu sagen, bei Blushes ist es sehr, sehr schwierig, etwas falsch zu machen. Deswegen habe ich da jetzt eigentlich recht viel Hoffnung auch gehabt. Doch, mag ich gerne. Schöne Farbe, sehr frisch. Ich gucke mir jetzt die Foundation nochmal von Namen an. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Liegt schön auf der Haut, muss man dazu sagen. Der Concealer ist jetzt hier nicht so meins. Okay, Wahnsinn. Ich bin wirklich beeindruckt. Ich habe jetzt keinen Bronzer oder so. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Wir haben nämlich einiges für die Augen. Ich habe hier einmal eine kleine süße Palette, die Signature Color Collection. Die sieht doch ziemlich verdächtig nach einer kleinen Natasha Denona Palette aus. Wir haben einen Kamelton, einen kühlen Braunton, einen schimmernden Ton, sehr weich, oh ja, und einen hellen Ton. Oh ja, der helle Schimmerton sieht gut aus. Ich habe auch noch Monolidschatten gekauft und wollte damit mal was probieren. Ich suche ja den perfekten Braunton, um ihn nur aufs Auge zu geben. Ich habe aber die Signature Color Eyeshadows in der Farbe Dusty Rose gefunden und ich mag sowas ja ganz gerne unter den Augen, ne? So ein bisschen Highlight. Und das probieren wir jetzt aus. Ich swatche ihn vorher einmal, sonst. Ja, könnte vielleicht schon fast zu dunkel sein. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich nehme ein bisschen Produkt auf. Ich glaube, es geht. Ah, nee, schade. Also nur auf den Augenring, dann geht's. Um so ein bisschen frischer zu machen. Ansonsten kannst du den bestimmt so als Blush-Übergang benutzen. Okay, gut. War jetzt nur ein Versuch. Wir probieren einfach mal diese Palette hier aus. Startet mit dem Ton hier. Der hat zwar einen Schimmer mit drin, das finde ich persönlich jetzt aber nicht so schlimm, weil es meistens sich ausblendet. Ja, made in Germany. Lässt sich sehr, sehr schnell auftragen. Hat ein bisschen Kickback, muss man dazu sagen. Sehr, sehr schöne warme Farbe. Geht sehr schnell. So einen ganz leichten goldenen Sparkle kann man feststellen. Aber mich stört das nicht. Ich mag das ganz gerne. Das ist ja jetzt kein richtiger Schimmerton. Sondern der ist nur so ein... Er sieht halt eigentlich... Eigentlich sind diese leichten Schimmerpartikel nur für den Aufblick. Dass wenn du raufguckst und sagst so, oh, wie schön es glitzert. Auf den Augen siehst du nicht mehr viel davon. Kommt natürlich auf die Konzentration des Schimmers drauf an natürlich, aber... Schön pigmentiert. Sehr, sehr gut. Ich nehme jetzt mal den dunklen hier. Da bin ich ein bisschen skeptisch, weil der recht weißlich aussieht. Wobei, kommt leicht, aber er kommt. Kommt besser als gedacht. Ja, ihr merkt es, ne? Ein bisschen Schnupfen. Ich glaube, ihr hört das. Sehr zart könnte man jetzt so lassen. Ich will jetzt trotzdem aber nochmal ganz eigennützig hier diesen Monolidschatten in der Farbe Walnut probieren. Der ist halt sehr dunkel. Oh ja, der ist noch ein bisschen, hat noch ein bisschen mehr Bums, aber kommt dem farblich schon sehr nah. Und jetzt, selbstverständlich, wie könnte ich anders, muss ich diesen... Oh, der ist richtig weich, ne? Du kannst da schon fast so eine Kerbe reinmachen. Wow, also der Schimmerton ist krass. Ich habe jetzt nicht im Kopf, was die Palette kostet, aber sie wird ja nicht 10 Euro kosten. Großartig, ich mische ein bisschen was von dem Hellen mit rein, damit es ein bisschen heller wird hier vorne. Wahnsinnig schön, sehr, sehr herbstlich. Es ist sehr pigmentiert, aber ich weiß gar nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es einfach jetzt nur Zufall. Es sieht nicht so, ich hasse das Wort, ne? Billig. Kennt ihr, es gibt so oft Lidschatten, die so billig aussehen. Das habe ich jetzt hier wirklich gar nicht. Würde ich wieder benutzen. Vielleicht werde ich hier jetzt noch eine kleine Naturkosmetik-Maus. Ich sag's euch. Es gibt auch noch was anderes. Ist aber nicht so meins. Aber egal woher. Die Cosmic Shade Jelly Eyeshadows. Schon sehr gewagt, wie ich finde. Einmal
Es gibt so Texturen, die ekeln mich ein bisschen an. Du hast einmal einen sehr hellen Ton. Der ist so ein bisschen irisierend. Aber der als. Weiß ich jetzt nicht. Oh, weiß ich jetzt nicht. Der sieht aus wie dieser Diamond Bomb von Fenty. Kann man sich bestimmt hier so ein bisschen rüber toppen. Wird mir jetzt ein bisschen zu viel. Auf den Augen würde ich sowas tatsächlich ungern benutzen, weil ich erfahrungsgemäß mit diesen Jelly-Dingern immer so ein bisschen Probleme habe, weil es zu lange dauert, bis dieses Jelly verdunstet ist. Es gibt es auch noch in Blau. Das ist eine Farbe, die ich absolut gar nicht verstehe. Oh nein, i. Das ist halt so ein Schlumpfblau, ne? Das sieht aus wie Schlumpf. Möchte ich jetzt nicht sagen hier. Sehr icy, ja. Aber das ist, glaube ich, persönliche Präferenz. Ich mag einfach keine so Metallic Blues. Das ist schon krass, ne? Dann kriegst du auch. Komm, was habt ihr denn da reingemacht, Mann? Wir haben zwei Mascaren. Einmal die Lash to Impress Mascara. Tiefschwarze Textur für Ultra-Volumen, made in Germany. Und die Black Obsidian Mascara. Glasflakon inspiriert vom vulkanischen Gesteinsglas-Obsidian mit Arginin, Keratin und Schwarzteeextrakt. Das fühlt sich an wie ein Luxusding, ne? Das ist richtig, richtig schwer. Auf der rechten Seite benutzen wir die Black Obsidian Mascara. Die riecht ein bisschen nach Honigmelone, Tatsache. Die würde ich fast sogar einen Tag trocknen lassen, weil sie sehr flüssig ist. Die müsste einen Tag trocknen lassen, macht aber recht schöne lange Wimpern. Auf der anderen Seite. Ach, die ist richtig schwer, ey. Die Lashes to Impress Mascaras. Bürstchen sieht. Nee, das ist hier ein bisschen flacher. Ja, die macht ein bisschen mehr Schwung. Die Black Obsidian ist aber schwärzer von der Farbe her. Ja, die ist von der Textur, gefällt mir die Lash to Impress ein bisschen besser, weil sie einfach schon etwas fester ist. Ich mag es gerne, wenn eine Mascara schon einen Tag offen war. Auch hier natürlich kann ich euch jetzt kein Langzeit-Update geben. Ich werde das in den nächsten Wochen natürlich aber tun. Für die Lippen habe ich verschiedene Produkte. Lippenstifte, was ich ganz spannend fand, war einmal hier das White Aura. Das ist ein, ja, es ist fast so wie so ein Lippenpflegestift, aber auch der ist super reflektierend. Hat so ein paar goldene Pigmente mit drin. Fühlt sich sehr gut an. Es gab auch ein Lippenöl, das habe ich jetzt aber vergessen. Ein Cooling Lip Booster. Ein Coconut Juicy Lip Oil. Das ist wie so ein Gloss. Und das habe ich schon probiert und das ist krass, ist das High Shine Water Gloss Produkt. In der Farbe 1, Cocoa. Kleines Packaging, schon fast so, dass du es in der Drogerie vielleicht ein bisschen übersiehst. Aber das ist wirklich, wirklich krass gewesen. Es hat unglaublich viel Farbe. Es ist eine ganz spannende Textur, weil es sich wirklich anfühlt wie so ein Lippenpflegestift. Schöne Farbe, sehr erwachsene Farbe. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das so ein Favoritenprodukt wird, weil es einfach, es ist nicht schmierig, es ist eher wie so ein, ja, wie so ein Lippenpflegestift, aber unglaublich viel Farbe und wirklich, ich glaube, ihr könnt sehen, dieser High-Shine-Effekt ist natürlich jetzt recht viel mit den Augen, aber das kennt ihr schon. Ihr süßen Mäuse, ich bin beeindruckt. Was soll ich sagen? Also die Lidschattenpalette hat mich wirklich komplett aus den Latschen gehauen. Auch die Foundation, da muss ich aber gucken, wie sie sich über den Tag verhält. Blush, gut. Mascara ist, ne? Also finde ich jetzt, es war nicht schlecht. Es war wirklich nicht schlecht. Wo ich glaube, wo ich ein bisschen Probleme mitbekommen hätte, wäre das hier gewesen. Das ist natürlich aber auch eine Palette, da kann ja gar keine Farbe sein, außer vielleicht hier so ein bisschen, aber na, da kennt er meine Meinung zu. Sehr, 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 sehr spannend. Ich bin vor allen Dingen sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich würde die Sachen definitiv wieder benutzen. Deswegen schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich freue mich darauf, von euch zu lesen. Ich freue mich, dass ich ein paar neue Produkte kennengelernt habe. Sowas mag ich immer ganz gerne, vor allen Dingen, wenn keine Flops dabei sind. Und es zeigt mir, Maxim, geh mit offenerem Herzen durch die Welt. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.